Ich grüße euch. Es gibt Neuigkeiten von mir, beziehungsweise vom Wohnwagen. Wie ihr am Titelbild schon gesehen habt, hatten wir einen Wassereinbruch. Und zwar waren wir eine Woche campen. Es hat Tag und Nacht geregnet, bis auf 2 Tage. Was ich jetzt nicht so schlimm finde, denn das gehört auch zum Campen zu. Das ist eben, ich sag mal so, Anführungsstriche, das Abcampen, ja? Muss sein im Herbst, muss sein. Herbst eine Woche abcampen, egal was für Wetter ist. Naja, wir sind wiedergekommen aus dem Urlaub. Es hat geregnet wie aus Eimern, ja, wie quasi oder fast überall. Und ja, Wohnwagen abgestellt, nur das Nötigste raus. Ja, und nichts mit Wasser oder so. Gar nichts, kein Einbruch gehabt, kein gar nichts. Es war alles dicht. So, aber am nächsten Tag, das Bett. Auf dem Bett war das ganze Bettzeug so auf den Haufen geschmissen, weil wir hatten es eilig und alles drauf. Und ich war arbeiten am nächsten Tag und die Frau räumt den Wohnwagen leer. Und was ist denn das? Das Bettzeug klitschnass. Richtig nass. Ja. Oben Dachluke, die war noch zu, die Jalousie war noch zu, der Sonnenschutz aufgemacht und da kam Wasser raus. Ja. Was blieb mir anderes übrig? Gestern Dekasil geholt. Und Samstag geht es los. Samstag soll es gutes Wetter geben. Dann dichte ich ab. Das heißt, die kleine Luke raus. Ich drehe ein kleines Video dazu. Ja, was bleibt mir anderes übrig? Muss ich ja machen. Vor 3 Wochen hatte ich ja die Seitenluke ausgebaut. Das Video habe ich aber nicht mehr online bekommen. Denn 1 oder 2 Tage bevor wir in Urlaub gefahren sind, hatte ich ja meinen Rechner weggeschickt zur Reparatur. Da ist ja leider hin. Ja, passiert mal. Ja, ist so. Jo, das Video liegt fertig geschnitten auf dem Rechner drauf. Ich hoffe wirklich, dass die Festplatte nicht formatiert werden muss oder ausgebaut oder wie auch immer. Denn ich habe da 3 Abende dran geschnitten. 3 lange Abende. Ja. Viele, viele Stunden. Ja, nun, egal. Samstag. Samstag kommt die Luke raus. Und dann, wie gesagt, baue ich die neu ein. Drehe ein Video. Und ich habe mal so gefühlt, wie der Kleber so da oben ist. Ich habe ja noch 2 Schornsteine oben drauf. Ja, einmal von der Dunstabzugshaube, einmal von der Heizung und eine Zwangsbelüftung, Entlüftung. Keine Ahnung. Hat ja jeder Wohnwagen. Alles ist ziemlich trocken, das heißt, die muss ich alle noch machen. Hoffe ich eben, dass das alles noch diesen Winter überlebt und dann muss ich das höchstwahrscheinlich nächstes Jahr alles abdichten. Ja, keine Lust dazu, aber muss gemacht werden. In diesem Sinne, sind die Neuigkeiten von mir. Dies ist ein ungeschnittenes Video, ich kann leider nicht mehr schneiden. Ich habe ja nichts mehr außer dieses Tablet hier, das mir noch treue Dienste leistet, ja, wahrscheinlich aber nicht mehr lange, denn es kommt kein Sicherheitsupdate mehr, gell? Ja, Samsung schickt keine Sicherheitsupdates mehr raus. Ich werde mal schauen, wenn ich meinen Rechner wiederbekomme. Da kann man eben halt besser mit googeln, ja, alles suchen, anstatt hier mit so einem kleinen 10 Zoll. Werde ich mal gucken, ob ich das manuell einladen kann, nicht? Aber ansonsten kommt leider nichts mehr nach. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Macht's gut, euer Jan. Tschüss und aus.